Leere Gänge statt neugierige Blicke vor Ort. Auch im Jahr 2021 öffnete die HTWK Leipzig die Türen, wenn auch nur virtuell. Am 14. Januar fand der erste digitale Tag der offenen Hochschultür statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde ein ausschließlich digitales Programm angeboten. Studieninteressierte konnten somit von zu Hause aus bei Schnuppervorlesungen, Studiengangsvorstellungen und Workshops einen Einblick ins Studium erhalten. Also ich war letztes Jahr schon an der HTWK, um mich halt über die verschiedenen Studiengänge zu informieren. Und da das dieses Jahr wegen Corona halt nicht in Real Life stattfinden konnte, dachte ich mir halt, ich guck da mal über Zoom zu. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig so mit Fragen stellen, da auch sehr, sehr viele Leute halt immer in den Zoom-Meetings sind. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr informativ. Man bekommt auf jeden Fall alles mit. Bei der ersten Einführung, das war halt vor den Studis oder vom Fachbereich organisiert. Da war jetzt kein Professor dabei. Und da war es halt eine ganz lockere Atmosphäre. Man konnte sich gut beteiligen. Und ja, gerade eben bei dem Masterstudiengang wurde das ja vom Dekan oder vom Leiter des Fachbereichs geleitet und das war halt ein bisschen strukturierter und ein bisschen strikter, sage ich mal, aber es war auch gut, weil er konnte viele belastbare Aussagen tätigen. Ich habe nach Studiengängen gesucht, die in Richtung Verlag gehen, in Richtung Lektorat, und ich bin persönlich großer Fan von der Stadt Leipzig, weswegen ich mir auch gleich mal umgeschaut habe, ob es irgendwelche Hochschulen oder Universitäten gibt, die ein Angebot haben, was zu mir gehört oder was zu mir passt eher, und war dann auch ganz glücklich, dass es dazu nicht nur eine Vorstellung vom Studiengang selbst gab, sondern auch diese Schnuppervorlesung. Auch die Berufsberatung durch die Agentur für Arbeit Leipzig erfreute sich großer Beliebtheit. Also das Repertoire ist da ziemlich breit aufgestellt. Wir hatten tatsächlich Anfragen von Schülerinnen, die wirklich noch gar nicht so richtig wissen, wohin mit sich und mit der Zeit dann nach der Schule. Wir hatten welche dabei, die sich wirklich zwischen zwei Studiengängen nicht entscheiden konnten. Von den Beratungsanliegen her ist das gefühlt genauso, als wären wir vor Ort gewesen. Insgesamt wurde der digitale Tag der offenen Hochschultür sehr gut angenommen und das Feedback war durchweg positiv. Ich muss sagen, dass ich von anderen Schulen, wo ich vielleicht mal nur nachgeguckt habe, jetzt nicht dieses wirkliche Angebot bekommen habe, was natürlich auch diese Hochschule für mich um einiges attraktiver macht, dass sich Gedanken gemacht wird, was Studieninteressierte vielleicht hören möchten. Klar, es ist besser, wenn man sich vor Ort mal trifft und dann halt das alles vor Ort quatscht, keine Frage. Aber aus dem gegebenen Anlass ist das definitiv eine gute Umsetzung gewesen, das Ganze online zu machen, und wurde auch mit den ganzen Zoom-Links hier gut durchgeführt. Man hatte genug Zeit im Vorfeld, sich rauszusuchen, welche Veranstaltung man besuchen möchte, und dementsprechend da ein großes Lob an die Organisatoren, die hier diesen Tag möglich gemacht haben. Wer das Angebot verpasst hat, kann sich noch über die Webseite der Studienorientierung, die Studiengangsseiten sowie die Social-Media-Kanäle der HTWK erkundigen. Die nächste Möglichkeit, sich umfassend zu informieren, bietet der Hochschulinformationstag am 24. April 2021.